Heute ist ja der große Tag. Die Deutsche Meisterschaft 2023 in Dortmund ist heute. Ich bin an einem Bahnhof in meiner Heimatstadt, denn ich brauche zu Dortmund eine Stunde knapp. Und trotzdem haben wir jetzt 6 Uhr morgens, denn wir müssen halt sehr früh da sein. Ich habe mein Deckchen abgegeben von Neuron. Ich bin gespannt, was passiert. Wir sehen uns auf dem Event. Oh, ich hab was gefunden. Das ist der Nächste, Alter. Was ist los mit euch? Da kommt Cheese. Cheese. Ich sehe gar nichts mehr. Polarisierende Sonnenbrille. Schlechte Idee mit der Kamera. So, da sind wir auf der DM. Wie ihr seht, hier ist mächtig was los. Wir haben jetzt knapp 20 nach 8. Und hier ist eigentlich schon komplett voll. Hier werden echt viele Spieler erwartet. Wir haben schon die Truppe zusammengetrommelt. Da ist Dennis, Niska rennt hier auch irgendwo rum. Ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Content kriegen dazu. Ich trinke von meinem Energy. Ich bin schon von Niska angesteckt worden. Denn ich bin echt müde. Ich habe nicht viel gepennt die Nacht. Ich male mir nicht viel aus für das Event. Aber mal gucken, was passiert. Wir werden sehen. And we do have a cool nichts. Aber Niska, warum gehst du mit Puls so schlecht um? Das kann man weitergeben. Nee, ist für mich Müll. So, erste Runde ist vorbei. Wir haben noch massig Zeit auf der Uhr, denn das war super schnell vorbei. Ich habe noch nie so ein schnelles Game Yu-Gi-Oh! Gespielt. Das war. Puh. Ich habe auch die perfekte Hand gehabt, von meinem Gegner hat nichts gehabt. Das ist ganz gut, weil dann gewinnst du einfach das Game. Das war so: Mein Gegner fängt an, hat Würfelwurf. Ich verliere den Würfelwurf ja immer, also von daher war es für mich eigentlich wie immer. Dann fängt er an, macht gar nichts, hat komplett gebrickt. Ich habe 4 Monster auf der Hand und hab einen Gamma Burst auf der Hand. Das sind mehr als 8000 Damage. Zweites Game geht Ernd. Er hat D-Link gespielt. Und in der ersten Runde zu blicken war halt schon richtig, richtig crazy. Und er hat ein Board aufgebaut. Ich habe es dann geschafft, mit Mosquito auf den Zeus zu kommen, sein Board zu clearen, mit einem Starter noch dann 2 Monster aufs Feld zu kriegen. Und dann habe ich halt die Möglichkeit gehabt, das Game zu kontrollieren. Und dann ist das gesnowballt. Und jetzt bin ich hier in der YouTube-Area und bin auf jeden Fall dabei. Also ich stehe jetzt 1-0. Das Game hat übrigens 20 Minuten gedauert. Fun Fact, das Witzigste war übrigens, wir haben unsere Pairings bekommen. Also ich bin reingekommen, konnte Pairings nehmen, war eigentlich ziemlich cool. Dann wurden wir aber regepaired, weil das halt nicht funktioniert hat. Und dann wurden wir nochmal regepaired und dann musste ich halt hinterherlaufen. Ich hatte erst Table 6-0-18, das ist ganz am Ende der Halle, irgendwo da ganz hinten. Dann Table 13, das ist ganz am anderen Ende der Halle. Dann wurden wir ja wieder regepaired. Dann musste ich wieder zurück zu 621. Da, wo ich quasi gerade gewesen bin. Also das war einfach unglaublich dämlich. Aber wir haben jetzt ein paar Minuten vorbei. Es läuft ja alles. Mal gucken, ob jetzt wieder, wie nach den meisten Sachen, nach der ersten Runde so richtig krass was dabei ist. Dann würde ich sagen, ich guck mal, was hier so abgeht, denn ich sehe gerade schon ein paar YouTuber-Kollegen, die gerade ein bisschen was aufnehmen. Also ich guck mal, was da so abgeht. Ja, Prominenz. Alles klar, ich danke dir. Und dann schreibt die wichtigste Platte in meiner Karriere. Jo, Runde 2 ist vorbei und ich habe erfolgreich ein Rogue-Deck besiegt. Ich habe gegen Sternritter gespielt. Richtig, richtig crazy Deck. Habe mich ein bisschen hops genommen. Die neuen Karten sind echt gut. Die kamen jetzt in Cyber Smexus raus. Habe ich echt unterschätzt. Ich dachte auch erst, er spielt Kashtira mit Faction Ritter, aber er hat dann nicht das gespielt, sondern was anderes gemacht. Aber ich habe dann Game 2 verloren. Ganz, ganz wild. Also auf meine Hand. Ich hab 3 Games jemals mal Angler gezogen. Also war schon richtig, richtig kaputt. War es halt so, dass ich im dritten Game habe ich mit Mannequin Kids auf die Beschwörung, habe ich halt einen Reiho geholt und konnte halt die Beschwörung annullieren von dem XC Monster. Das war halt Game. Aber das war. Aber die neuen Karten aus Cyberstorm Access, das wären echt nur Shits. Aber die neuen Supportkarten sind echt richtig gut. Ich guck mal, was die Jungs gemacht haben. Ich sehe gerade hier Team Millennium. Ich gehe jetzt auf ihn zu. Guck mal,
Da ist. Was geht ab? Hi. Na, wie geht's dir? Wie geht's bei dir? Gut, danke schön. Na. Was schießt du? Ich stehe jetzt 1-1. 1-1? Ja. Gegen Kash gewonnen gerade und dann Melfi Sprite habe ich Mirror Match verloren. Oh, du spielst auch Melfi Sprite? Ja, ich weiß. Bruder, begeistert. Ciao. Beste Deck, beste. So, wir warten jetzt auf Runde 4. Runde 3 ist also gerade vorbei. Wir sind gerade ein bisschen in der Overtime. Ich habe gerade gegen Poli gespielt. Also Poli, go second Ding. Ich habe den Dice gewonnen. War also wieder vollkommen egal. Ja, was soll ich sagen? Ich habe im ersten Game habe ich 3-mal einen Labegolem kassiert. Also wirklich auf meinem Board. 3 Labegolems drauf. Ich hatte aber wirklich eine richtig, richtig gute Hand. Also wirklich 3 Labegolems. Haben zwar wehgetan, aber ich hatte noch 3 Handtraps. Das heißt, das habe ich halt easy geoutet. Weil er halt nur 3 Karten hat. Ich hatte 3 Handtraps. Easy. Ich habe halt 3 Labegolems gehabt, dann große Monster. Konnte ich halt umbringen. Und im zweiten Game ist er first gegangen, hat halt Delicious Memory nicht bekommen. Dann hat er nur auf Happiness geendet. Mit 2 Setkarten eine Handkarte und bin dann mit Backing Beast rein und hab dann halt danach Blue gemacht, in Get Blue. Ich bin dann rein mit Dark Ruler, gehe dann für. Dann macht er Dimensionshifter, damit ich nicht Zeus machen kann. Ich gebe einfach dann auf Phoenix, schieße seine Permaspell, renne über Happiness drüber und dann ist das auch Game gewesen. Das war schon gut. Ja, ich glaube bei Niska und bei Dennis läuft es nicht ganz so gut bei mir, aber ich glaube, ich stehe jetzt 3-0. Ich glaube nicht, dass ich das halten werde. Also ich denke mal, ihr werdet gleich sehen, dass ich da ein bisschen verkacken werde. Ziemlich cool, die Location ist ziemlich cool, ist auch gar nicht so warm drin. Also wirklich, macht Bock hier. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist besser als Bochum, aber es ist auf jeden Fall größer als Bochum. Ist vorbei und ich habe gerade gegen Dinos gespielt. Und ja, Dinos ist ein gutes Deck. Bevor man ins Second geht, ist es echt scary. Ich habe im ersten Game echt ein bisschen gestruggelt, aber mein Board war gut genug, dass ich so viel machen konnte, dass er nicht durchspielen konnte. Weil ich ihm noch einen Herat hingelegt habe, bevor er seine Babys schießen konnte und er dadurch halt keine Baby-Effekte triggern konnte, was halt für ihn ziemlich blöd war. Und der war schon Battleface, musste das Token crushen, weil er dann halt nicht so gut war. Weil er hat Prosperity gemacht, Lightning Storm, das da, er hat wirklich einfach alles gehabt. Aber nicht genug Engine, das ist manchmal so ein bisschen das Problem. Im zweiten Game war es halt super interessant, er hat mich wieder first gehen lassen. Ich habe es mir irgendwie fast gedacht, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich habe trotzdem die Memphis rausgenommen, weil ich mir dachte, okay, die bringen nicht ganz so viel, wie mich halt gedacht wurde werde oder gegen anderes. Das heißt, habe ich lieber andere Karten entdeckt, die mir ein bisschen mehr bringen. Deswegen habe ich halt Chaos Hunter reingesidet, weil Chaos Hunter gegen Dinos ist halt ziemlich gut, weil die müssen halt banishen, um halt die ganzen großen Monster aufs Feld zu kriegen. Und The Mist zu resolven ist auch ziemlich gut. Das heißt, ich habe halt einen Chaos Hunter erfolgreich aufs Feld beschworen. Er ist in Baroness gegangen. Ich habe die Baroness bouncen wollen mit dem Sprint, er negiert den Sprint. Ich habe aber dann trotzdem Chaos Hunter zerstört gehabt. Ich habe aber Nip in der Hand gehabt. Das bedeutet, in diesem ganzen Szenario ist es halt so, dass ich den Negate von Baron nur gebetet habe, damit ich Mainphase 2 in Nibirun kann mit einem Token, was so mächtig ist, dass ich nur 2 Angriffe brauche, um drüber zu rennen für Mosquito und für Game zu gehen. Genau das ist passiert und deshalb habe ich das Game gewonnen. Das heißt, ich stehe jetzt gerade 4-0. Ist gerade ein bisschen komisch, weil ich eigentlich nicht wirklich gut spiele. Ich habe einfach nur gerade ein bisschen Glück und ich habe das Gefühl, dass mich das Glück gleich ein bisschen verlassen wird. Wir werden aber sehen, vielleicht habe ich ja weiterhin Glück. Ich guck mal, ob die anderen schon fertig sind. Sehr schnell. Da ging ja nicht vorhin fast verloren. Jetzt gut, jetzt bin ich ein Trap-Tricks. Den habe ich aus Trap-Tricks rausgeschmissen. Ich bin der Gute. Ich bin super. Ich mache den fast jedes Game. Ey, das ist ein Monster. Den habe ich schon bei meinem Display zu Hause gezogen und habe geheult. Aber ey, ist unklar. Vielleicht wird der mal 10 Euro wert. Keine Ahnung. Ein Schläfer. Oh. Ja, wow. Das Deck ist nicht ein Fehler. Was sagst du? Glücklich? Ja, nein. So, es ist passiert. Ich habe verloren. Zu Recht. Nicht, weil ich schlecht gespielt habe, sondern ich habe heute so gut gezogen, irgendwann musste ich mal nicht gut ziehen. Und ich wusste, dass mich das so hart einholt, dass ich halt komplett wegscheiße. Ich habe im ersten Game, ich rufe First Game, ich habe komplett Combo hingelegt, aber mein Gegner hat eine Karte, die nennt sich kein dunkler Herrscher mehr und hat mir also die Herrschaft entraubt. Ich durfte also nicht mehr weiter über meinen Null Rekord herrschen. Und im zweiten Game habe ich dann
Beckenbeast, Opening und Pinny gezogen. Also eine komplett nutzlose Hand. Und mein Gegner macht sogar noch Droll Ash auf mein Gigantic. Ja, dann mache ich halt X. So, Runde 6 ist auch vorbei und, boah, sonnig, ich habe gewonnen, ich habe gegen Marincis gespielt. Ey, ich stehe 4-1, stand ich 4-1? Gegen Marincis. Erstmal, wenn du das siehst, wer auch immer du bist, hi, cooler Typ, auf jeden Fall, hat mega Bock gemacht, das ist auf jeden Fall einer der entspanntesten Typen, die ich heute getroffen habe auf TTM. Also auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich habe ja Spieler Nipple Main Deck bei mir. Das Deck werde ich vielleicht im Video zeigen, vielleicht auch nicht, vielleicht im anderen Video werdet ihr es ja sehen. Auf jeden Fall hat er halt wirklich gerissen. Ich habe dann Mosquito über den Nip-Token angegriffen. Der hatte 8800 ATK, einfach Instant Kill. Das war schon witzig. Also ja, ich stehe jetzt 5-1, es sind noch 3 Runden zu spielen. So, Runde 7 ist jetzt auch vorbei. War ein Sprite Melfi Mirror Match, das war wild, anstrengend, gedanklich herausfordernd, aber es war cool. Ich habe ein bisschen was dabei gelernt. Ich habe das erste Game anfangen dürfen, komplettes Board gehabt. Er hat eine super Pudi gegeben in Sprite Melfi. Witzige Tech, finde ich aber eigentlich ganz cool. Und ich habe das trotzdem gewinnen können, weil ich ihn outgrindet habe. Konnte er halt nicht viel gegen machen. Und das zweite Game, oh, da hat er mir einen Eradicator gegeben. Und der Eradicator hat mein ganzes Bild geklaut. Ich hatte einen Dark Pool auf der Hand, war also ziemlich gut. Ich konnte trotzdem sein Board brechen. Konnte reinrimmen im Fenrir, war also wirklich, wirklich richtig gut. Also habe ich wirklich auch ganz solide runtergespielt. Clean zwar nur gewonnen, aber auch ein Gegner. Entspannter Typ, einfach, ne? Ja, wenn die so die Tension weg ist und man da nicht nach und hält, ist eigentlich mal ziemlich geil. Mach ich gerne. Also ich liebe Yu-Gi-Oh! Events. Wenn die Leute wirklich entspannten Bock haben und nicht so die Schwitzer sind, ist das wirklich richtig, richtig geil. So, der Titan ist gefallen. Ich stehe jetzt 6-2, also okay. Ne, ich meine, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich hier 6-3 rausgehen, nicht für der 2 spielen. Aber ich meine, selbst 6-3 wäre ein ganz cooles Ergebnis, weil ich habe jede Runde gespielt. Ich habe diesmal keinen Freilust gehabt, ich konnte wirklich halt spielen. Ich habe gerade gegen Labyrinth versucht spielen zu dürfen. Ich habe halt zweimal Hände gehabt, nur mit Handtraps. So, ja, was will ich machen? Ich kann da nicht spielen, also ich kann da wirklich nicht spielen. Ne, ich habe erstes Game, ich starte mit Ash, Imperm und Nip. Und dann habe ich gegen Labyrinth, ja. Das Risiko habe ich genommen, dass ich gegen Labyrinth halt mit Nip gar nichts machen kann. Und dann habe ich, zweite Game habe ich halt Smashers, Ash, Imperm eröffnet. Also auch richtig, richtiger, räudiger Müll. Aber der Typ war eigentlich relativ nett. Er hat auch nicht ganz so gut gezogen. Das erste Game irgendwie 10 Minuten hin und her mit den ganzen Ashes. War schon irgendwie witzig, aber ich glaube, ich werde hier heute 6-3 rausgehen. Damit bin ich, glaube ich, eigentlich happy mit dem, dass ich eigentlich gar keine Erwartungen an das Event hatte. Dass ich ja trotzdem halt wirklich positiv rausgehe, ist eigentlich ganz cool. So, Runde 9 ist vorbei und ich bin auch echt durch. Ich habe mir gerade noch meine Entry Packs abgeholt mit dem netten Field Center hier. Was ich eigentlich, ich meine, ich bin ja nicht so der Rosa-Fan, aber eigentlich sieht das ganz nice aus. Ich werde es wahrscheinlich morgen aufmachen oder irgendwie nachher noch, werdet es ja gleich sehen. Wie lief's? Ich habe gegen Flug von Lies gespielt. Frag mich nicht warum, aber der Typ war, glaube ich, auch ein bisschen durch. Ist auch echt spät gewesen. Er hat auch keine Fehler gemacht, aber er hat einfach nicht die Hände gezogen, um mein Board zu brechen. Er hat mich im ersten Game da cool, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich wusste nicht, was der Deck gespielt. Dann habe ich gesehen, er spielt Flander. Ich habe die Quickspell geasht, wo er Empen weggelegt hat, wo ich wusste, da kann man nicht, da passiert halt nicht mehr so viel. Und das war wirklich gut und das zweite Game habe ich verloren. Ich konnte nicht durch, ich hatte nicht genug Engine, um halt durchzupushen durch das Board. Er hatte mich die Fallenkarte bewegt hier von den Harpien, also die dachte, keine Monster weg, der für den Rest der Runde. Und dann das dritte Game bin ich wieder first gegangen, er konnte nicht durchpushen und dann habe ich das halt gewonnen. Das heißt, wir stehen jetzt 7-2. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, das exakt gleiche Ergebnis wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist das gleiche Ergebnis. Ich glaube, ich bin letztes Jahr auch in Day 2 mit 7-2 gegangen, bin mit 8-3 raus. Ich bin echt gespannt, wir sehen uns. Ich weiß, wie das funktioniert, ja.
ich werde einfach gemobbt hier, weißt du? Da bin ich einmal nett, so komm mit, da bin ich gemobbt. Der Promi nimmt mich in sein das Video. Das hier ist das Jackie geht. D. Hi. Jackie D, erste DM? Ja, hi. Und er hat Bock gehabt? Ich hab richtig Bock gehabt, ja. Und was sieht's aus? Was sagst du dann zu der ersten DM von Day One? Ich hasse Flander. Ja. Und ich hasse Purli, weil Ibli ist scheiße. Ibli und Purli? Ja. Purli Sonst Sprite? Macht das Deck ja nach Purli der Sprite? Liste. Oder einfach nur... Nein, einfach Purli. Ich kann's verstehen. Ja, das war's von ihm. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Es ist Day 2 der Nationals in Deutschland, in Dortmund. Und ich habe ein bisschen verpennt, das heißt, ich bin ein bisschen später dran als gestern. Wenn heute irgendein Zug nicht kommt, werde ich die erste Runde verpassen. Ich hoffe, dass es nicht passiert, denn gestern war ja richtiges Chaos mit den Zügen. Ich hoffe, dass es heute Sonntag ein bisschen entspannter ist. Der Plan für heute ist, hoffentlich kein Game zu droppen. Ich stehe gerade 7-2. Und mit 7-2 wäre theoretisch ein Topcard möglich. Ist auch sehr unwahrscheinlich, aber es wäre theoretisch möglich. Problem ist nur, ich werde nicht beide Matches gewinnen. Das glaube ich nicht. Mein Gefühl ist eher, ich werde beide Matches verlieren und dann gehe ich halt 7-4. Wäre ich auch einigermaßen happy mit. Natürlich nicht so geil, wie es halt sein könnte. Aber ich glaube, das wird passieren. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ich zumindest nur ein Match verliere und dann die Matte irgendwie noch kriege und ich in die Top 128 reinkomme. Wäre auf jeden Fall nice. So, da sind wir wieder on location. Da sind wir. Deutsche Meisterschaft 2023. Fühlt sich gerade ein bisschen an, wie als wenn man nach Hause kommen würde in sein Wohnzimmer. So ein bisschen in die Richtung. Es ist noch nicht so viel los, aber ich denke auch, Day 2 werden jetzt auch um die Uhrzeit nicht so viele kommen. Denn die meisten können ja spielen, also es können ja alle auch spielen, die gestern mitgespielt haben. Die können heute weiterspielen, wenn sie möchten. Werden aber viele nicht machen und ich glaube, die Public Events starten noch erst um 12. Ich weiß nicht, ob man sich für heute anmelden muss oder nicht. Wird sich zeigen. Also auf jeden Fall, die haben so, ich kann euch mal die Halle zeigen. Sie haben jetzt hier, das sind glaube ich die Tische bis 100 oder so ein Scheiß. Und da haben sie quasi den ganzen Rest. Also hier ist auf jeden Fall viel los. Ich zeige euch mal die Feature Match Area. Und da wird einmal hier gleich das Kommentatoren-Duo wieder sitzen. Und da sind die ganzen Fragen, da ist auch der Timer. So, Runde 10 vorbei, ich stehe 7-3. Ich habe gerade einen Deckcheck gehabt. Ja, gut, der Xardas hat mir meine Reihe aus meinem Seite geklaut. Ich werde jetzt aber auch keinen neuen besorgen, weil ich nehme jetzt für die letzte Runde. Wenn ich jetzt gegen Sprite spiele, das Mirror Match, dann ist halt so. Ja, dann habe ich halt verloren, aber ich werde jetzt mir den Stress nicht geben, mir noch mal einen zu besorgen. Ich habe jetzt gerade gegen Kashira gespielt, habe den Dice Roll verloren. Wir hatten übrigens wieder ein Repairing, das heißt, ich saß quasi mit meinem Gegner schon da an meinem Table und dann kommt halt, wir haben schon gewürfelt, ich habe Dice Roll gewonnen. Er sagt, yo, Repairing, so cool, nächste Game. Geht jetzt gegen Kashira, ich verliere den Dice Roll und ich habe es nicht einmal geschafft, eine Doppel-Nummer zu bekommen. Also ich habe halt nicht die Möglichkeit gehabt, ein Monster zu holen, was halt mir mehr als einen Buddy gibt. Und wenn du halt in Kashira reinspielst mit einer Karte, die das halt nicht tut, hast du halt verloren. Ich habe halt ein Game gewonnen, da habe ich ihn halt genippt, da ist Nipp ganz gut gewesen. Ich habe wieder eine Nipp-Moskito gemacht, war wirklich, wirklich solide. Aber das war's auch schon. Ich hoffe nur, dass ich das letzte Match jetzt nicht verliere, damit ich zumindest halt hier 8-3 rausgehe wie letztes Jahr. Ich hoffe, ich schaffe das. Und dann habe ich vielleicht eine Chance auf eine Matte und die Höhlen. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir sehen uns gleich. So, wir haben jetzt 11 Runden Yugi gespielt und wir haben uns ein bisschen gekloppt mit ein paar Yugi-Spielern. Nein, Spaß. Ich habe jetzt gerade gegen Kian von Jansperio gespielt. Cooler Typ, super entspannt. Branding gespielt, ein bisschen Pech gehabt. Ich habe im ersten Game, er hat keine Branding Fusion hard gedrawt, war ein bisschen ärgerlich. Ich habe seinen Normal Summon gewählert und er hatte Cartesia noch im Feld, um halt die Normal Summon quasi wegzufusionieren, damit er halt nicht gewählert werden kann. Ich hatte aber noch eine Infirm, das heißt, ich habe beide halt gemacht. Hätte halt extrem krass in Branded in Red Train gespielt, aber das war trotzdem, weil er hat so gespielt, dass ich der Meinung war, dass er keinen Access zu der Branded Fusion hatte. Hatte er auch nicht. Das Board konnte ich brechen, Gamma Burst OTK an. Im zweiten Game ist er First gegangen, er hat halt wirklich gebrickt. Ich hatte 4 Monster, Gamma Burst auf der Hand, konnte 4 Game reinrennen. Ja, ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich stehe jetzt 8-3. Witzigerweise das gleiche, was ich letztes Jahr gemacht habe. Also wirklich, ich bin immer gleich gut. Wir werden mal gucken, ob ich es geschafft habe in die Top 128, dann kriege ich zumindest eine Matte und halt Hüllen. Habe ich letztes Mal ja auch bekommen. Und gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich melde mich gleich, werde es gleich erfahren. 100.
Ja, ich habe es in die Top 128 ja geschafft. Wieder einmal möchte ich erwähnen, letzter Jahr auch schon. Das heißt, diesmal bin ich sogar besser vom Standing als beim letzten Mal wegen dem Tiebreak. Ich bin genau 100. Einfach straight 101 mit zwei Nullen. Und eigentlich ganz geil. Ich habe mir von dem Eventwert eigentlich gar nichts erwartet. Natürlich ist man ein bisschen salty, wenn man an die erste Runde verliert am neuen Tag. Dann ist es ein bisschen sad, weil toppen wäre halt schon in 10 gewesen, muss man fairerweise sagen. Aber ich glaube, mit Platz 100 von 1900 Spielern bin ich auch ganz happy, weil ich gehe ja selten auf Events. Deswegen ist eigentlich so schön für mich, dass ich auch weiß, ich kann so ein bisschen was machen, ein bisschen was reißen, wenn ich halt spiele. Und vielleicht gehe ich ja öfter auf eine YCS, wenn ich halt frei bekomme. Ich bin jetzt auf einer Quest, ich habe jetzt eine Cola geholt und ich suche jetzt Dennis. Weil ich wissen möchte, wie Dennis gestanden ist und ich muss auch einmal Nico finden, weil ich auch wissen möchte, also Niska, wie Niska gestanden ist. Und den Rest der Truppe, weil ich möchte wissen, wie viele von uns es geschafft haben, wirklich mit 8-3 zu enden. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo aufgreifen kann, ich sehe es jetzt zumindest gerade nicht. Also Julian spielt auf jeden Fall noch, der scheint gerade auch, so wie ich. Gucken wir mal. Zack, zack. Jetzt mal stolz in die Kamera. Ich bewege mich jetzt gerade Richtung nach Hause. Ich habe gerade das Finale geguckt. Ich werde euch mal gleich ein paar Szenen hier einblenden. Was soll ich sagen? Labyrinth hat die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das ist doch wild, oder? Aber wie? Ihr guckt es euch an. Er macht Eradicator, Cold Spell. Er hat 4 Spells in der Hand, 5 Spells mit Cosmic. Er nimmt die letzte Handkarte raus. Mit der Labyrinthkarte ist Game 3 gewesen, es war einfach vorbei. Aber damit ist Dinka deutscher Meister. Glückwunsch von meiner Seite, also wenn du das jetzt solltest, warum auch immer. Glückwunsch. Das war auf jeden Fall ein cooles Event. Ich werde gleich nochmal gucken zu Hause. Vielleicht zeige ich nochmal mein Deck, was ich gespielt habe. War nichts Besonderes. Ich mache einen kurzen Überblick, glaube ich, wie das genau aussieht und warum ich mich für manche Sachen entschieden habe. Vielleicht ein Stil ja. Ich habe als Sprite Mayfield gespielt, zeige ich euch gleich. Jetzt erstmal ab nach Hause. Das ist ja auch schon eine kleine Strecke, nicht viel, auch zum Glück. Ich wohne ja relativ nah dran, aber ein bisschen muss ich trotzdem noch fahren. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, wie man es an dem Hall hört und die Ruhe, die nicht stört. Und ich habe mir gedacht, ich habe auch noch gar nicht meine Entry Packs gezeigt, was ich gezogen habe. Das liegt daran, dass ich es selber noch nicht weiß. Hier sind sie, die Packs. Und hier sind aber die Puls. Ich habe nichts gezogen. Ich habe eine Ultra Rare gezogen. Wow, da geht gar nichts. Aber hey. Ich habe jetzt einmal den hier mit der Matte und ich habe das Field Center. Ich bin also, was den Schutzkuriersprecher angeht, bin ich richtig dabei. Was jetzt noch fehlt, ist mein Deck. Und hier ist es, mein Deck für die DM. Das ist einmal Sprite Mayfi. Ich fange mal ganz kurz an, was genau ich gespielt habe und wie ich es gespielt habe. Ich habe die Backnamies Engine gespielt. Auf 3 mit einer Capture, das sind 6 Karten. Super Engine würde ich genauso wieder machen. Beaver Angler ist, denke ich, klar. Super Karten, Jet, Blue, jeweils einen davon. Unglaublich in 10 würde ich auch genauso wieder machen. Die beiden waren auch klasse. Gyros war auch genial. Die 4 Karten sind mandatory. Und dann noch eine Engine habe ich halt Imperm, Nip, Veiler, Ash und Fenrir gespielt. Auch eigentlich alle Karten solide, kamen alle richtig auf. Und mein Side-Deck, ich habe 3 Mannequin-Targets, ich habe Blizzard gespielt. Das ist eine Karte, die kann Darkula anlehnen, das sollte man wissen. Die kam aber auch in vielen anderen Szenarien auf, wo die wirklich halt gut war. Also immer wenn ich sie gezogen hatte, war sie wirklich gut. Die 3 One-Offs, ne? To go second, to go first und gegen Backrodecks. Gegen Backrodecks, gegen Combo. Und mein Extra-Deck. 2 Sprint, 1 Barrikadenblocker. Der ist gut in Combo mit dem Ding hier. Und manchmal habt ihr halt einen Angler auf der Hand, den wollt ihr diskarten, deswegen kam der auch mal auf, der habe ich auch 2-mal gebaut, war echt gut. Die beiden kommen wirklich auch oft auf. Zollspeck, ich brauchte nur noch 1. Kashira ist nicht mehr so krass auf das Extra fixiert, ich brauchte nur noch einen davon. Olimaru, Mancat, MVP heute. Die Karte auch, richtige MVP. Die ist gut. Den habe ich heute 2-mal gebaut, war okay. 2 Gigantic. Ich habe nur einen Tag gespielt für das Package hier, weil der Omni eigentlich reicht und das Banishen reicht in der Regel auch. Das ist mein Deck. Das sind 41 Karten. Die Karte kennt vielleicht nicht so viele. Die kann sich free specialen, wenn ihr ein Level 2 Monster, Rang 2 links auf unserem Bild habt. Oder der Gegner. Also das ist eine sehr interessante Karte. Das war die 41. Karte, würde ich wahrscheinlich so nicht mehr spielen. Das ist das Deck.
bin wieder in einem etwas gewohnteren Umfeld, auch wenn natürlich die Kamera jetzt nicht standhaft hier vor mir steht. Ich möchte einmal kurz zusammen Danke an alle sagen. Alle, die da waren, an alle YouTuber, die ich getroffen habe, mit denen ich auch nette Gespräche geführt habe, auch vor allem mit denen man sich sonst nicht so viel unterhält. Auch krass, wie viele produziert haben. Ich habe das Gefühl, da kommt die nächsten Wochen einiges auf euch zu. Gerade die Vlogs, logischerweise, die Videos, die produziert wurden, da kam echt einiges. Und an alle, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hi, hier, kann ich uns schreiben, mache ich gerne. Ich habe auch ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe mich nicht getraut oder ich wusste nicht, ob ich machen soll. Ey, bei Events, also gerade bei der DM, schreit meinen Namen raus, kommt zu mir und sagt, ey, Robertin, komm zu mir. So habe ich halt Bock drauf, ne? Auch wenn es vielleicht nicht immer so aussieht, je nachdem, wann ihr mich halt trifft, wenn es gerade nach einem Loose ist oder sowas, bin ich nicht ganz so geil drauf. Aber ich habe an sich immer Bock, mit euch zu interagieren. Fragt, wie euch so gelaufen ist, wie euch das Event gefällt. Also immer Bock. Dann würde ich sagen, das war's von dem Vlog. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, Leute.